Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Blue Frame Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich befinde mich hier an der Bundesstraße 54 von Hagen-Dahl Richtung Priorei am Sommerhagener Weg. Wenn ich mich jetzt mal umdrehe, gibt es hier einen ehemaligen Buswendeplatz. Das ist schon lange her. Das ist ein sehr großer Platz. An dem wurde ganz viel Schutt und Geröll abgeliefert, abgeladen. Meter hoch, bestimmt 5 Meter hoch. Und das war die Zwischenlagerung vom Hochwasser 2021. Dieses Geröll ist in den letzten Tagen hier weggeräumt worden. Hier kamen Bagger, große LKW, die haben den ganzen Schutt hier abtransportiert. Es sieht wieder gut aus. Naja, also frei. Dreckig ist es immer noch. Wo ist dieser Platz überhaupt? Hinter mir. Da, das ist Bietinghausen, Bauer Halverscheid. Das ist ungefähr jetzt die Position, wo ich bin. Warum bin ich hier? Was will ich euch überhaupt erzählen von so einem blöden Platz? Hier wird eine Brücke gebaut. Ja, ich vermute noch dieses Jahr. Dafür ist der Platz nämlich freigeräumt worden. Warum eine Brücke? Hier ist kein Fluss und kein Bach. Die Volm ist auf der anderen Seite. Da kommt keine Brücke hin. Man muss nicht zum Bietinghausen rüber, zum Bauer Halverscheid. Nein, hier wird eine Brücke vormontiert. Und die Brücke hier wird also so weit vormontiert, dass die abgeladen werden kann mit einem riesen Kran. Und es wird ein Selbstfahrzeug hier ankommen. Das ist so ein, ich sag mal einfach mal, 800-Räder-Fahrzeug, was selber fährt. Die Leute stehen daneben und steuern das. Da kommt die Brücke drauf und wird abtransportiert von hier auf einen Ort. Da gehen wir jetzt hin. Kommt mit! Es geht natürlich um diese Brücke hier an der Rehbecke. Ach, da habe ich wie viele Teile schon gemacht. Ich kann mal nachgucken und es drunter schreiben. Ja, hier stand eine ganz alte Brücke mit einem Mittelpfeiler. Dieser Mittelpfeiler ist gekappt worden am Hochwasser 2021. Da musste auch schnell eine neue Brücke her. Das dauert ewig lange, die zu bauen. Man kommt hier sehr schlecht über den Hengstenberg. Mit LKW sowieso nicht. Zu der Fabrik, die hinter mir ist, da sind Firmen drin. Die brauchen also schnell einen Ersatz hier, eine Ersatzbrücke. Und da kam man auf die Idee, hier Fundamente zu machen. Unter mir ist ja die Volme. Fundamente rechts und links und leiht sich eine Brücke vom Bund und legt die einfach da drauf. Und die kann man jetzt sehen hier. Die hätte ich übrigens angemalt wie die Golden Gate, weil in Miniform sieht es ja so aus. Ja, also das Ganze war im Januar 22. Die Brücke ist nur geliehen. Für 2 Jahre und danach kostet die Geld. Ob die bis dahin Geld gekostet hat, weiß ich gar nicht. Jedenfalls über 2000 Euro im Monat kostet die dann, wenn keine Ersatzbrücke hier ist. Wenn man hier eine Ersatzbrücke bauen sollte, da ist ja die B54. Das ist natürlich schlecht, weil... Ja, Flossi. Weil natürlich der Straßenverkehr dann sehr stark behindert wurde oder wäre. Deswegen macht man diese Krücke und baut die Brücke da hinten zusammen. Die wird natürlich, ich denke, in Beton gegossen und dann da hinten entmontiert. Dann kommt ein riesengroßer Kran hier hin. Da ist auch schon so ein bisschen was freigemacht worden, damit er hier stehen kann. Da hinten steht schon ein Bagger. Ich weiß gar nicht, ob der schon hiermit zu tun hat. Wir sind jetzt im August 23. Das heißt, in wenigen Monaten muss die Brücke hier weg. Ich hoffe, dass sie bis dahin fertiggestellt wird. Wie das vorher, ganz vorher aussah, da blende ich mal ein paar Bilder ein. Und auch jetzt, wie es aussieht mit der Drohne gleich mal. Ja, ich bleibe am Ball, werde hier wieder berichten, wenn der große Kran da ist. Da vorne wohnen Bekannte von mir. Dann machen wir hier wieder den Grill an, trinken uns ein was weiß ich. Und dann werde ich auf jeden Fall hier wieder am Ball bleiben, Berichte erstatten hier aus dem Hagener Süden. Deswegen dürft ihr mich gerne abonnieren und dann sehen wir uns auch wieder hier. Macht's gut!